sehr, sehr geilen Damen und Herren dort draußen an den Empfangsgeräten. Wie schön, dass ihr alle am Start seid. Es ist mal wieder soweit. Ich bin's, Yoshi. Und der Chat, meine Putzkolonne, ist auch wieder am Start. Es heißt, nach sehr, sehr langer Zeit, tatsächlich viel Zeit vergangen, wir mussten uns sehr, sehr viel um unsere Farm kümmern. Alter, mein Bildschirm hängt irgendwie quer. Wir mussten uns sehr, sehr viel um unsere Farm kümmern, aber wir sind zurück. Ja, unser eigentlicher auch Hauptberuf als Tatortreiniger. Menschen verschwinden lassen, Tatorte so säubern, dass nie etwas vorgefunden ist. Es freut mich sehr, dass ihr da seid und ein Küsschen geht natürlich raus an euch alle. Auch nochmal hier Dankeschön an einfach über 4000 Abonnenten auf dem YouTube-Kanal. So geil, ihr seid geil, wirklich einfach nur Dankeschön für alles, bedeutet mir unnormal viel. Schön, dass ihr immer am Start seid und ich würde sagen, wir springen einfach sofort rein und Chat, wir haben bald Weihnachten, ja, und ich sag mal so, ihr braucht doch bestimmt neue Videospiele, tut doch nicht so, ja. Falls ihr ein bisschen Geld überhabt, mich vielleicht kostenlos supporten wollt, vielleicht euch selber das neue Stalker kaufen wollt, was auch immer, gerne meinen Partner Instant Gaming in der Beschreibung abchecken. Gönnt euch was Schönes zu Weihnachten und dem lieben Josh auch noch dazu. Ich danke euch von Herzen, Küsschen geht raus und ja, wir sind ready, würde ich sagen, und wir springen rein in den Crime Scene Cleaner. Boah, ich habe das bestimmt jetzt alles komplett verlernt, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles geht. Stalker ist leider voll verbuggt. Ich habe Stalker jetzt 5 Stunden mittlerweile gespielt. Ich habe letzte Nacht angefangen gehabt im Stream. Ich habe nochmal offline ein bisschen weitergespielt. Ich hatte keinen einzigen Bug tatsächlich. Das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, ist die Performance. Wobei eigentlich nicht mehr die Performance generell. Das Spiel läuft bei mir eigentlich mit über 100 FPS auf 4K. Aber das Mausgefühl ist sehr schlecht. Ja. Aber sonst muss ich wirklich sagen, bei Stalker, ich hatte gar keinen einzigen Bug eigentlich. Hat super funktioniert, das Spiel. Wie gesagt, Performance ist ein bisschen wünschensübrig, aber das ist normal. Gerade bei solchen Riesenspielen, die so rauskommen heutzutage, da muss man einfach ein Auge zudrücken. Es ist halt eben einfach so, da kannst du auch nichts dran ändern. Spiele kommen gefühlt einfach immer so raus. Ja, ist leider so, ne? Ist leider so. Ich habe heute auch angefangen, ich muss aber sagen, es hat echt Spaß gemacht, aber wie du sagst, Performance, ja. Performance, leider das Problem. Ich meine, okay, es ist ein bisschen gelogen, ich hatte 2 Bugs. Einmal hatte ich, aber das ist nichts Schlimmes. So dass, also ich finde es sogar lustig in solchen Spielen. Ich hatte einmal so eine Leiche, die war irgendwie ein bisschen verbuggt, da steckte der Kopf irgendwie so plötzlich in seinem Arsch irgendwie. Und dann hatte ich einmal, als ich heute alleine gespielt hatte, hatte ich einen NPC, der saß auf dem Boden, dann habe ich den angesprochen und plötzlich ist er die ganze Zeit so hoch und runter. Aber ich meine, wen juckt's halt, ne? Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Also gerade bei so einem riesen Spiel, ist das ja vollkommen normal, dass es sowas gibt halt, ne, deswegen, also ich muss sagen, ich habe da echt gute Erfahrungen gemacht bis jetzt mit dem Spiel tatsächlich, ja. Mein Mann hat es gestern probiert und ist bei dem Tutorial oder was, schon 10-mal gestorben und er hat jetzt Jahre auf das Game gewartet, aber durch Bugs ist er gestorben? Worüber hast du es gespielt? PC. Über den Game Pass habe ich es gespielt. Ich glaube aber, das macht jetzt keinen Unterschied, weil die Game-Version wird wahrscheinlich die gleiche sein. Okay, Chat. Also, wir müssen erstmal ins Bett gehen. Wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Ich würde sagen, den bewahren wir uns einfach mal auf. Ja, wo ist nochmal mein Bett? Ist das hier mein Bett? Das ist mein Bett. Marie, mach sie gemütlich. Möchtest du den Tag beenden und die Geschichte fortsetzen? Genau das möchten wir. Es geht weiter. Nee. It's open. Just come nee, in. Nee, das kenne ich doch, oder nicht? Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. Oh my God! Menschen sind gestorben! Mom, what are those noises down there? Kein Schrei? Oh mein Gott, ich dachte, da kommt jetzt noch so ein Schrei oder so. War das letzte nicht das Restaurant? Ja. Oh yeah. Tomatensuppe, geil. Da wird sich gegönnt. Bitte keine Kugel in die Mauer backen. Exist. Happy. Wer hat wirklich auf Ernst sowas in der Wohnung hängen? Wir werden angerufen. Wer stört mich? I need your services, man. Son of a bitch was having an affair with my wife. So I just offed him. Alter, der hat seine Frau gebumst. The problem is I didn't really think it through, so you'll need to get rid of the surveillance footage as well. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but
Duty calls. Die Pflicht ruft, es ist mal wieder soweit. Ein weiterer Arbeitstag steht bevor. Oh, Montag. Scheiße, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Was soll das alles? Eine ganze Woche steht mir wieder bevor. Oh, nö. Boah, guck mal, ich kann sogar einfach Messer rumschmeißen. Nö. Oha. Alter, er ist hinter... Warte mal, kann ich den Fernseher schmeißen? Warte, Chat, bevor wir jetzt arbeiten gehen. Ducks are also called waterfowl because they are normally found in places where there is water like ponds, streams and rivers. Ducks can live up to 20 years, depending on the species and if well cared for. Ducks have been domesticated as pets and farm animals for more than 500 years. And Alter, 500 Jahre. Stell euch mal vor, einfach ihr habt so eine Ente einfach als Haustier. Mission von einem Computer annehmen, machen wir. Wo ist eigentlich unser Hund? Warte mal, ist der hier unten? Wo ist unser Hund hin? Hä? Warum habe ich hier eine Puppe? Was? Warte mal, wo ist denn... Wie hieß nochmal unser Hund, Chat? Hieß der Rex? Nee. Wo ist er denn hin? Hundi? Der ist weg. Ah, was ein Feini, der wartet schon. Schade, dass wir den nicht mitnehmen können. Dexter, genau, Dexter. Es wäre irgendwie cool, wenn wir den so mitnehmen könnten auf unsere Aufträge. So, der kann ein bisschen zusehen beim Saubern. Vielleicht kann er uns sogar helfen. Das wäre doch nice. Dexter, wo bist du? Hast du im Restaurant alle Geheimnisse gefunden? Ja. Ich hab da auch meinen Chat immer dabei. Also ich spiele immer das Level praktisch vor und mache dann alles soweit zu Ende. Und am Ende habe ich halt hier meine Profis und die sagen mir dann immer, wenn ich irgendwas verpasst habe, weil ich eigentlich so für das Let's Play auch alles mitnehmen möchte, so, damit wir alles gesehen haben. Also, Tyler, hallo Nachbar. Ich hoffe, Sie haben noch nicht genug von mir, Herr Kobolski. Denn wissen Sie was? Trisha und ich ziehen zusammen eine Wohnung in Ihre Nähe. Vielleicht wird es jetzt einfacher, sich zu treffen, sich auszutauschen und einfach zu plaudern. Sie sollten uns besuchen kommen. Im Moment mieten wir nur, aber wissen Sie, Big Jim scheint mich zu mögen und bezahlt mich wirklich gut. Vielleicht können Trisha und ich eines Tages ein eigenes Haus kaufen. Das wäre verdammt erstaunlich. Wir haben bereits angefangen zu sparen. Ich kann nicht glauben, dass alles so gut läuft. Reinigungsdienste dringend benötigt. Fahren Sie direkt zur King's Crossing Street 6 im Bezirk Cramptons. Löschen Sie die Überwachungsaufnahmen. Sie werden 5 Leichensäcke brauchen. Vergessen Sie nicht den toten Mistkerl im Keller. Machen Sie es schön sauber und vermassen Sie das nicht. Denken Sie daran, Sie sind uns etwas schuldig. M. Opferzahl 5, Größe des Standorts 3 und Missionsbezahlung 12.000 auf die Hand. Ich würde sagen, das sollten wir annehmen. So. Geht zum Auto. Okay, Chat. Arbeit ruft. La 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 la. Warte, ich muss den Fernseher ausmachen, nicht, dass der hier noch irgendwie abfackelt. Gucken wir uns später an, die Enden. Tada. Da oben. Affäre mit dem Tod. Krass. Boah, das ist bis jetzt der teuerste Auftrag auf jeden Fall. Wir kriegen 12.000. Der italienische Job war 11.000. Ein impulsiver Mafiosi tötete eine Menge Leute in einer Villa eines reichen Mannes. Er hinterließ 5 Leichen und viele Beweise. Mission starten. Tschüss, Dexter, wir sehen uns. Bis heute Abend. Bin schon weit und viele Geheimnisse sind so schwer. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Affäre mit dem Tod. Ich weiß nicht, an welchem Punkt es begann, mundane zu werden. Aber ich erinnere mich, dass in dem Ich weiß nicht, ab wann es unerträglich wurde, aber ich erinnerte mich, dass ich damals nur daran dachte, dass wenigstens nicht ich es war, der umgebracht wurde. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, dass wir da liegen. Ich finde oft nur 1 von 2. Ja, ich glaube, also wenn ich jetzt nicht mit meinem Chat spielen würde, also mit Leuten, die wirklich das auch, also gerade Owen ja auch zu 100% durchgespielt hätten, so, dann hätte ich, glaube ich, auch ganz viele Sachen einfach gar nicht. Weil ich habe da auch gar keinen Bock drauf, da so extrem drauf zu achten, sondern... Ich mach das einfach so aus Spaß und ja, gehe dann danach nochmal kurz durch. Aber wenn ich da irgendwas nicht finde, dann habe ich da auch eigentlich keinen Bock drauf. Wie ging das hier eigentlich nochmal, Chat, mit dem zusätzliche Werkzeuge, verschiedene Werkzeuge für spezialisierte Bedürfnisse? Ach, wir haben eine Axt jetzt, stimmt. Wie funktionierte das nochmal mit dem Radio? War das auf
Kuh? Nee. Tee? Ah ja, Tee. Musik. Wir brauchen wieder unsere Meditationsmusik, Chat. Also, wir atmen jetzt einmal tief ein und aus. Wusa. Geld! Alter, da lag einfach Geld. Wusa. Boah, stell dir mal vor, der wäre hier mit der Kettensäge einmal durchgerannt. Das wäre jetzt auch nicht so gut gewesen. Alles wird gut. Om. Alles wird gut. Ort freigeschaltet, Schwimmbecken. Oh oh. Ja, ja, doch, ich erinnere mich. Das war, glaube ich... Holy fuck. What a bloodbath. Junge. Alter, das ist so rot. Ach du Scheiße. Ich meine, das hatten wir, das war glaube ich dieses Demo-Level, ne? Ich meine mich auch irgendwie daran zu erinnern. Maybe the pool boy has a key on him. Ah, okay, wir brauchen den Schlüssel vom Poolboy. Und hier können wir glaube ich das Wasser abpumpen, ne? Schätze ich mal. Was ist hiermit? Da kann ich das bestimmt wieder einlassen, ne? Es ist wortwörtlich ein Blutbad. Ja, es ist ein ganz kleines bisschen. Aha. Boah, hier ist aber viel zu reinigen, ne? Warte mal. Müssen wir erstmal raus damit. Hier, das... Warte mal, kann ich die zum Nachbarn schmeißen? Okay, aus dem Auge, aus dem Sinn. Dann ist das hier erstmal weg. Dann können wir hier nämlich schön in Ruhe sauber machen. Tada! Chat, hat irgendjemand von euch einen Pool? Also, wenn jemand von euch so einen Pool hat, also dann will ich hier mindestens 10er Subbomb sehen. Werkstattschlüssel, neuer Story-Gegenstand. Okay. Ich glaube, das ist für diesen Raum, den wir da brauchen, ne? Leos, einen wunderschönen guten Abend, alles klar bei dir? Tada! So, und hier ist schon mal ein Beweisstück. Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see him. I just... Shut up. Not here. Let's go. Carter, inside. Dankeschön. Moin, Follower. One affair too far, Mark. Ein Seitensprung zu viel. Ja, das hat er anscheinend sehr schnell bereut dann. Dankeschön, Carter, für die 16 Monate, mein Bester. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank für den Support. That should open the main door. Ah, damit hat man die Haustür aufgemacht. Okay. Ein Knutsch. Wirklich, Dankeschön für alles. Vielen, vielen, vielen Dank. Geil. Plötzlich hat niemand einen Pool. Jeder hat einen Pool. Ist das so? So groß ist nicht mal meine Wohnung, deswegen. Also dieser Pool ist wirklich... Junge, der ist ja gigantisch. Alter, also wenn jemand von euch so einen riesen Pool hat, dann krass. So, also, wir fangen jetzt erstmal an und zwar füllen wir... Ach du Scheiße. Wir füllen jetzt erstmal unseren Eimer hier auf und dann geht's los. Ein Pool! DM, schlaf gut, pass auf dich auf. Also so einen haben wir nicht, nur so einen Aufstellpool mit 3x2 Metern, steht im Garten. Wir hatten tatsächlich mal die... Oder was heißt wir? Meine Mom hatte mal lustigerweise die Begegnung, sie ist nach Hause gekommen und, warte mal wie, ah ja, linke Maustaste. Meine Mom ist nach Hause gekommen und kam dann zu uns auf den Balkon gegangen und dann hat sie einfach meine Schwester mit ihrer damals besten Freundin gesehen, wie die einfach in einem Pool saßen, auf unserem Balkon, haben die einen Pool aufgebaut. Und da, also natürlich muss man da voll aufpassen halt, weil je nachdem wie viel Wasser, der Wasser kann sehr, sehr schwer sein, muss aufpassen, dass das nicht irgendwie zu schwer wird. Aber einfach dieser Pool hat den ganzen Balkon eingenommen und die saßen da einfach glücklich drin in diesem Mini-Pool. Und hat einfach den kompletten Balkon gefüllt praktisch. Das war wild. Das war sehr, sehr wild. Ey, scheiße, ich muss aufpassen, da ich hier nicht meine Fußstapfen hinterlasse, das ist nicht so gut. Allein die Vorstellung, ja, du kommst so nach Hause, plötzlich einfach der ganze Pool, der ganze Balkon ist einfach nur so Pool. Ja, das ist schon geil. Aber da war die auf jeden Fall noch jünger, aber sehr, sehr süß irgendwie. Stell dich mal vor, ey, da rauschst du, also reißt plötzlich dein Balkon so ab und du knallst einfach mit diesem Pool nach unten. Boah, das wäre schon bodenlos. Wortwörtlich, bodenlos. Ich habe in der Map das Problem mit den Möbeln gehabt. Was meinst du mit Problem mit den Möbeln? Ich hatte auf der Karte das Problem, dass ich die Patronen aus irgendeiner Waffe, die habe ich einfach weggebackt. Die waren einfach weg plötzlich.
Und dann konnte ich praktisch nicht irgendwie, also 100% abschließen, weil halt was gefehlt hat. Da war ich auch sehr, sehr glücklich drüber. War toll. Sehr, sehr toll. Zack. Kriegt der Nachbar. Wichser. Gar keinen Bock, mich darum zu kümmern. Und wie erklärst du das dem Vermieter, dass der Balkon weg ist? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Es ist nicht das, wonach es aussieht, Herr Vermieter. Bitte. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Habt ihr eigentlich so, wenn ihr eine eigene Wohnung habt oder jetzt mit anderen zusammenlebt und da jetzt auch mal so Kontakt hattet, habt ihr so korrekte Vermieter oder habt ihr da eher so welche, die so richtig weird sind oder eher blöd oder sowas? Bei uns nämlich sehr, sehr special. Die Situation ist sehr, sehr special. Wie geht's dir? Mir geht's gerade soweit eigentlich ganz gut. Ich war heute mit meinem Papa zusammen, jetzt gerade, wo ich hier die Pizza sehe. Ich war heute mit meinem Papa zusammen Pizza essen, das war sehr, sehr schön. Wir sind mal eben in die Stadt gecruised und sind da mal eben in so eine Pizzeria rein, haben uns eine Pizza geholt, dann haben wir die im Auto gegessen, das war sehr gemütlich. Wir haben cool gequatscht, war noch eine große Runde spazieren, das tat auch auf jeden Fall gut. Und was habe ich vorher gemacht? Vorher habe ich noch ein bisschen gearbeitet gehabt und so. Ja, war aber generell eigentlich ein, heute war eigentlich ein guter Tag. Auch das mit dem Asthma funktioniert mittlerweile immer besser. Also ich krieg das immer besser hin, so zu inhalieren. Anfangs hatte ich ja richtig Schiss vor. Aber mittlerweile ist das echt so, es wird besser, ja. Ich habe nicht mehr so einen extremen Puls auf 3000, wenn ich die Luft anhalten muss und so inhalieren muss. Und ich denke, das ist schon mal eine sehr gute Sache. Mein Opa ist mein Vermieter. Ach krass. Ich kenne meinen nicht mal. Du hast deinen Vermieter noch nie gesehen? Warte mal, musstest du nicht aber mal mit dieser Person reden, um dann die Wohnung zu bekommen? Oder wie das funktioniert bei dir? Also, ist das nicht so normalerweise? Ich weiß es jetzt nicht. Ah ja, und anderer Vermieter tatsächlich. Also wir haben jetzt einen anderen Vermieter. Vorher hatten wir noch einen anderen. Da kann ich euch nicht erzählen. Aber auch richtig, richtig krass, was da abging. Also richtig krass. Ja, aber da kann ich nicht erzählen, leider. Meine Vermieter sind mega gechillt, total korrekt. Hat mir auch gerade zum Geburtstag gratuliert, obwohl erst er 3 Minuten nach 0 Uhr ist. Alter, der gratuliert dir sogar. Eis, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Das ist ja krass. Dein Vermieter gratuliert dir zum Geburtstag und das einfach 3 Minuten, seitdem du Geburtstag hast. Das ist krass. Woher weiß der denn, dass du Geburtstag hast? Ich bin richtig gut mit meinem Vermieter. Ist ein bisschen väterlich. Wenn jemand etwas braucht, ist man füreinander da. Ach krass, okay. Ja, das ist ja cool. Also wenn das alles super funktioniert, ist doch... Ich meine, was wünscht man sich mehr? Ist doch toll. So, ich glaube, der Pool sieht soweit ganz gut... Na, hier ist noch was. Sieht aber soweit eigentlich ganz gut aus. Manchmal sind echt so ein paar Flecken noch da, die sind gefühlt einfach unsichtbar. Guck mal, hier liegt noch Geld, das packen wir natürlich auch sofort ein. Hier muss noch ein Stuhl hin. Okay, das wird ja wahrscheinlich dann der hier sein. Mein ursprünglicher Vermieter ist vor einigen Jahren gestorben, dann hat seine Frau übernommen, dann seine Tochter und irgendwann alles an der Hausverwaltung abgegeben. Keine Ahnung, wer da gerade auch so der Hausbesitzer ist. Ach so, ja okay. Das ist natürlich dann verständlich. So. Ich finde es schade, dass das nicht funktioniert mit dieser Musikwiederholung. Ich muss es immer wieder selber anmachen. Voll doof. Warte mal, liegt hier noch irgendwo jemand? Hier vielleicht auf dem Basketballplatz? Alter, einfach ein eigener Basketballplatz. Das ist krass. Da wird wahrscheinlich sogar ich mal Basketball spielen. Oh, guck mal, was haben wir hier noch? Ah, Inkognito-Modus. Kok. Was? Was? Warte, was hat er da? Mr. Was hat er hier für ein Zeug? Mr. Grease? Und Toilettenpapier und hat hier diesen Kognito-Modus an. Mein lieber Scholli, wenn das die Nachbarn sehen, da schallert. Er ist weg. Er ist einfach weg. Wow. Aber hier liegt kein Geld. Warum liegt hier kein Geld? Und hier liegen überall Basketbälle rum. Mr. Beast? Nein, warte mal, stand da gerade Mr. Beast drauf? Als ob. Du meintest den Nachbarn im anderen Staat? Ja, ja, genau den. Genau den meine ich. Okay, hier sieht auch alles gut aus. Was? Warum ist denn das hier so sauber?
Okay, aber hier vorne ist wieder was. Uiuiuiui, uiuiui, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was brauche ich nochmal? Den Mülleimer. Was ist das denn? Kuckucksmilch. Kuckucksmilch. Mann, 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 dass die aber auch immer hier so blöde Scherben liegen lassen müssen und so. Wie asozial. Guck mal, wie viel. Alter, der hat hier aber rumgeballert. Holla, die Waldfee. Zack. Der hat ja richtig gewütet. Ich wollte eigentlich um 0 Uhr 7 vs. Wild schauen, aber der Stream ist gerade zu schön. Schön, dass du da bleibst. Ey, ich finde das so geil. Ne? Guck mal, du bist heute das allererste Mal da. Sofort einfach seit Anfang an bist du am Start. Jetzt zocken wir zusammen noch Crime Scene Cleaner. Übertrieben geil. Ich finde es aber richtig schön, wenn auch so neue Leute einfach in die Streams finden und sich einfach sofort wohlfühlen, die einfach Spaß haben und eine gute Zeit haben. Richtig geil, echt. Freut mich sehr. Was ist eigentlich mit 7 vs. Wild? Ich habe das gar nicht verfolgt gehabt. Also null. Ich hatte nur am Anfang irgendwie mal kurz eine... Ich hatte irgendwie so eine Reaction kurz gesehen gehabt von, ich glaube, Hugo oder so war das. Aber ist die Staffel eigentlich cool jetzt oder nicht? Shanti. Guten Abend, Mullenlauf. Komme gerade von einer Comedy-Veranstaltung und freue mich mega, dass du noch live bist. Alter, Shanti, danke schon auch an dich für die 25 Monate. Ich hoffe, dass du eine schöne Comedy-Veranstaltung hattest. Das freut mich aber sehr. Dankeschön für deinen Support. Ein Küsschen geht raus. Dankeschön, Dankeschön. Boah, hier ist irgendjemand mit seinen Dreckspfoten langgelaufen. Schrecklich. So, und hier liegt... Nein. Chat, das ist das eigentliche Verbrechen. Das ist das eigentliche Verbrechen. The German TTS sounds so goofy. Oder goofy? Chat, er sagt was gegen Hans. Er schießt einfach gegen Hans. Bro, the German TTS is Hans. Hans is the best. Oh, geiler Weber-Grill. Ich sehe hier schon den Familienvater chillen, wie er bei Wind und Wetter schön das Essen zubereitet. Geil. Hier wird einfach gegen Hans geschossen. Ich verpetze dich. Haha. Hans, get the Flammenwerfer. Mich erinnert die Staffel an RTL 2. Kann ich mir nicht geben. Echt so krass bei 7 vs. In the Wild? Die Staffel macht mich sauer. Okay, okay. Ist da so viel Drama oder was? Oder wie oder was? Das ist ja heftig. Aber auch irgendwie lustig. Vielleicht sollte ich doch mal reingucken. Ich meine, ich bin ja eigentlich nicht so der Dramatyp, ne? Aber ich kann mir da jetzt irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, was da jetzt so genau abgeht. Hä, warum ist das so sauber? Guck mal, aber hier ist noch eine neue CD. Dvorak Quartett. Okay, Chat. Was ist Dvorak Quartett? Was ist das für eine Musik? Dvorak Quartett? Klassische Musik. Affäre mit dem Tod. Oh, das ist dramatisch. Sehr dramatisch sogar. Guck mal, hier ist ja alles. Hier ist ja gar nichts. Hier ist zu wenig Blut. Fitness. Build a fit body. Workouts and advices. Wow. Boah, Chat, ich würd auch gern so ein Ass haben, ne? Also so ein Booty. Boah, was eine riesen Badewanne. Aber ich bin einfach zu faul, Workouts zu machen. Aber wäre auch gelogen, ich habe schon so einen geilen Arsch. Das ist halt... Ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen so diese Mitleidsschiene fahren, aber eigentlich... Also geiler geht eigentlich gar nicht. So, tada. Also ich meine mich irgendwie daran zu... Okay, hier fehlt was. Ich meine mich irgendwie daran zu erinnern, dass hier irgendwie mehr Blut war. Okay, hier ist kein Schlüssel. Ah! Ja, hier ist Blut. Ja, doch, doch, doch. Das macht schon mehr Sinn. Oh, holla, die war... Oh, das ist sehr viel, sehr, sehr viel Blut. Huch, wie ist denn das passiert? Da hätte wohl jemand nicht fremd gehen sollen. Zapalot, so schnell kann es gehen. Die Badewanne ist geil, die Badewanne ist krass. Junge, da würde sogar einfach ich mal Platz drin haben. Also wenn ich mich von hier so da reinlege und dann bis dahin, dann passe ich sogar einfach mal längs rein. Ich kann einfach chillen da drin. Junge, wie geil. Watch it, das ist wirklich ein Luxus, so eine Badewanne zu haben, wo du einfach reinpasst, so komplett. Das ist geil.
Und du bist halt eben einfach klein und du passt halt einfach so komplett rein. Das ist halt auch cool. Dramatische Musik spielt. Um das nochmal so ein bisschen zu untermalen, meine Worte gerade. Ach, die paar Spritzerchen. ja, kann ja mal passieren. So, ich sammle hier erstmal alles ein, was so einfach müllig rumliegt. Egal, ob ich jetzt hier irgendwie noch Blut verteile oder nicht. Aber einfach, damit wir das schon mal weg haben, weil dann wische ich das nicht weg und glitsch das nachher noch in den Boden rein. Der ganze Chat passt einfach in diese Badewanne, da hast du wahrscheinlich sogar recht, ja. Das kann gut sein. Ich würde bei sowas da auch jeden Tag drin liegen. Wisst ihr noch, was das Problem... Ich meine, okay, dieses Problem wirst du wohl nicht haben, weil du halt Geld hast mit so einer Badewanne, schätze jetzt einfach mal. Aber du wirst halt das Problem haben, irgendwo... Also, ich will nicht wissen, wie viel Wasser passt in ein so eine Badewanne rein. Also, ich kann mir echt gut vorstellen, dass das ziemlich ins Geld geht, wenn man da jeden Tag drin liegt und badet. Aber wie gesagt, im Endeffekt, ich glaube nicht, dass das jemanden interessiert, der so eine Badewanne hat. Ich glaube, das ist dann eher nicht so das Problem, schätze ich mal. So, muss der hier hin? Nee. Guck mal, was ist? Warum leuchten die so? Heißt das, ich kann die... Ach, die sind einfach zum Klauen. Ach so, ich dachte, ich muss sie da hinstellen. Ja, dann kommt er hier irgendwo hin. Müssen wir gleich mal gucken. Keine Ahnung, wo der hinkommt. Ich würde sagen, aber wir fangen jetzt erstmal an, hier durchzuwischen. Sehr viel, ich glaube auch. Da wird sehr, 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 sehr viel Wasser reinpassen. Also ich gehe lieber heiß duschen, keine Ahnung. Ich kann nicht länger als 15 Minuten in der Badewanne oder im Whirlpool sitzen. Echt? Also ich muss sagen, im Sommer mag ich duschen schon gerne. Aber im Winter liebe ich es zu baden. Aber auch da tatsächlich, das war nicht immer so. Also, wobei doch, das war immer so. Also ich liebe Baden generell, aber ich habe immer Panikattacken in der Badewanne bekommen, leider. Aber das ist auch tausendmal besser geworden. Mittlerweile habe ich die auch nicht mehr beim Baden. Yeah, Progress gemacht. Geiles Ding. Ja, aber an sich liebe ich wirklich Baden. Es ist so schön, einfach mal wirklich abzuschalten und nicht so im Stress mal eben so zu duschen oder so, sondern einfach nur... Wirklich mal Zeit für sich selber, einfach mal hinlegen, einfach mal durchatmen. Aber ja, genau das hat halt leider meine Panikattacken dann so getriggert irgendwie. Aber das ist wirklich viel, viel besser mittlerweile. So sollte es sein. Boah, immer das Blut, aber das ist ja wirklich auch überall hingekommen, ne? Zapperlot noch eins. Ist das hier so ein Stuhl? Nee. Achso, das ist, glaube ich, einer, der kommt hier an den Esszimmertisch. Okay. Oh ja, Panikattacken, kann ich auch ein Lied von singen. Auch jetzt meinst du beim Baden oder beim Duschen oder was? Oder meinst du generell? Generell meinst du, okay. Ich glaube, für so Gemälde und so ist wahrscheinlich der Schwamm besser, ne? Weil der ist viel effektiver. Ja, boah, der ist, Alter, der ist so strong, geil. Junge, scheppert das Ding rein, cool. Chat, also wir werden bestimmt, müssen wir mal gucken, vielleicht morgen oder so. Schauen wir mal, wenn ihr da auch Bock drauf habt, machen wir nochmal eine geile Farming-Simulator-Session. Ist es fertig? Ja, da fehlt noch irgendwas. Warte mal, was fehlt? Hä? Warum sehe ich nicht das, was fehlt? Ah. Okay, das war der letzte Prozent. Wie im Powerwash-Simulator. Simulant. Meine erste hatte ich beim Autofahren. Ah, krass. Okay, bei mir war das beim Flugzeugfliegen. Wie erkläre ich, dass es mich total beruhigt, dich beim Tatortreinigen zuzuschauen? Naja, also diese Kombination aus Mord und Totschlag, diesem ganzen Blut überall und diesem Wischmob-Geräusch. Dazu meine Gespräche und die Interaktion mit dem Chat ist einfach extrem geil. So vielleicht? Meinst du, das würde durchgehen? Das könnte man so sagen, oder? Oh, scheiße. Danke, das gebe ich so weiter. Perfekt, das ist doch toll.
Chat, habt ihr eigentlich, also macht ihr heute noch irgendwas? Seid ihr gerade noch irgendwas geil am Suchten oder am Daddeln? Also ich hatte ja gehört, dass einige jetzt auch mit dem Farming-Simulator angefangen haben, so, was ja echt geil ist. Ich glaube auch, wenn ich das so alleine zocken würde, boah, ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit ich da rein versenkt hätte. Ich habe bestimmt das Doppelte an Stunden wahrscheinlich. Und ich habe ja gestern Stalker im Stream angefangen. Und da habe ich heute auch nochmal ein paar Stündchen einfach reingeguckt. Bin ein bisschen spazieren gegangen, habe mir ein bisschen so diese Zone angeguckt. Ist schon ein sehr, sehr geiles Game. Ich muss aber sagen, dass ich ein bisschen in der Escape from Tarkov-Sucht zurzeit drin bin. Ich weiß nicht, ob Stalker da mithalten kann. Ich liebe Escape from Tarkov irgendwie. Ich bin gerade im Landwirtschaftssimulator unterwegs. Alter, da wird voll reingesucht. Cool. Diablo 3 Sucht kickt wieder. Aber eigentlich will ich auch Landwirtschaftssimulator 25 spielen. Warum? Achso, ist zu teuer, meinst du? Oder warum spielst du es nicht? Nebenbei spiele ich Monopoly auf der Switch. Das ist auch geil. Tech-Mogul. New Faces of Social Media. Mark Castle. Step up your business. Der sieht ein bisschen so aus wie, komm in meine Gruppe. Boxster Cayman S. Ich zeige dir, wie du reich wirst. Ganz schnell. Mann, ich habe immer zu viel Kraft. Ich schmeiße hier immer diese ganzen Stühle durch die Gegend, als wäre es so nichts. Okay, das ist aber, warte mal, das ist auch falsch? Ah, also manchmal ist das wirklich ein bisschen kritisch, so diese Sachen wieder an Ort und Stelle zu bringen. Ich muss nachher noch mein Bett beziehen. War bisher aber einfach zu faul. Ja, das kann ich verstehen. Nee, ich hab's, aber beide Spiele gleichzeitig ist schwierig. Okay, ja, das stimmt. Diablo 3 kann auf jeden Fall auch sehr süchtig machen. Habe ich damals auch sehr viel gespielt tatsächlich. Auch wo das rauskam, war ein geiles Game. Es ist immer noch ein geiles Game. Aber irgendwie so mittlerweile, was sagst du zum neuen Diablo? Weil irgendwie, ich weiß nicht, habe ich da so, oh, irgendwie habe ich da nicht mehr so viel Interesse dran, Diablo. So, hier war doch irgendwo, ich habe den doch hier rumgeschmissen, ich wollte doch gerade sagen, der kommt da oben drauf. Tada! So. Okay, da ist noch sehr viel Blut, aber wir arbeiten uns voran, wir machen Fortschritte, sehr gut. Oh, hier sind noch ein paar Patzerschäden. Ein paar Butterschieden. Oh ja. Zack. Mit dem neuen werde ich einfach nicht warm. Ich hab da irgendwie sehr geteilte Meinungen gehört. So die einen sind halt wieder so, yo, ist ein geiles Spiel. Die anderen sagen wieder so, oh ja, eher nicht. Aber ich meine, das ist ja heutzutage irgendwie bei allem so, ne? Also gerade so diese neuen Teile und so. Oftmals, ja, sind die halt einfach nicht mehr so cool wie die vorherigen halt. Ne? Das ist immer so ein bisschen schade, dass das so ist, aber... Naja, kann man irgendwie nicht viel gegen machen, ne? Außer dann natürlich die alten weiterzuspielen. Ich habe letztens da auch nochmal einen alten Battlefield-Teil reingeguckt gehabt, war auch geil. Aber es ist halt irgendwie einfach nicht mehr so ganz zeitgemäß halt. So man merkt schon, dass viele Dinge da einfach nicht mehr so ganz auf dem Stand der Technik ist, so von heutzutage. Die Erweiterung macht echt was weg bei Diablo 4, finde ich. Stimmt, ne, da kam ja jetzt so eine größere Erweiterung raus und die hatte, glaube ich, auch sehr, also die kam, glaube ich, sehr gut an, ne, generell. Ich habe da auch so eher Positiveres so drüber gehört. Schnarch, Dankeschön übrigens auch noch an dich für deinen verschenkten Sub an Fluffy, Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank. Oha, und das einfach wieder um 12:30. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön für den Support, ich weiß das sehr zu schätzen. So, Liebelein, ich muss dich leider mit einpacken. Der Attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's misbehavior? Tja. Alle über den Haufen geschossen. Und deswegen, warte mal, nur weil der irgendwie fremdgegangen ist oder so? Ja, ist blöd, ne? Sie ist fremdgegangen. Nee, doch. Sie? Er? Weiß ich nicht. Ach, 12:30, der Abend ist doch noch jung. Ja, es kommt immer darauf an halt, ne? Also, wann du raus musst morgen. Ja, die neue Klasse hat sehr viel Überzeugung beim neuen Diablo-DLC. Ah, okay. Also in Diablo 3 habe ich jetzt knapp 1100 Stunden seit 2015. Ja, das ist auf jeden Fall schon einiges, würde ich sagen. Bei mir hört es einfach nicht mehr auf zu schneien. Jetzt kommt noch ein Sturm dazu. Crazy. Aber einfach bald komplett zugeschneit. Kann leider dann nur noch meine Streams konsumieren, kann nichts anderes machen. Social Media wird dann für dich abgeschaltet und du kannst nur noch meinen YouTube-Kanal gucken und meine Streams.
Ist blöd, ne? Du kannst auch nicht mehr arbeiten gehen und so ein Scheiß. Du musst dann immer nur meinen Content gucken. Habe ich hier draußen... Nee, sagt's mir nicht. Das machen wir gleich, wenn wir fertig sind. Dann sagt ihr mir, ob ich hier irgendwas vergessen habe noch draußen, würde ich sagen. So, ich kann aber ja schon mal diese Müllsäcke mitnehmen. Echt blöd. Wo ist denn der Sturm? Ich frage nur so. Ich frage nur für einen Freund. Ach, das wäre super, Yoshi. Das ist süß. Weiß ich zu schätzen. Das Spiel ist so unnormal beruhigend, ich mag das echt gerne. Ist schon geil. Aber auch der Farming-Simulator ist eigentlich ja sogar noch krasser beruhigend eigentlich, finde ich. Weil ich meine, da cruist man ja wirklich eigentlich so die ganze Zeit nur rum. Junge, dieser Flamingo guckt mir einfach mitten in die Seele. Das muss ich ändern. Verpiss dich, Flamingo. Tschüss. Damit darf der Nachbar sich jetzt rumprügeln. Nicht mein Problem. So. Was haben wir denn hier noch? Ein Beweisstück. Ein Frauenhandy. Ah ja, das Frauenhandy. 911. Interessant. Leider nur viel zu spät anscheinend. Ist hier jemand heiliger? Du möchtest jemand Heiligen hier haben? Was? Der arme Flamingo. Nee. Hast du gesehen, wie der uns angeguckt hat? Der musste weg. Perfekt. Ah, nee, die hier sind... Ah, ich glaube, ich habe die verschoben mit meinem Wischmob hier, ne? So, aber das sieht doch schon mal... Ah, ein Fleck. Sieht aber doch schon mal eigentlich ziemlich clean aus, oder? Ah, hier unten ist noch was. Sehr schön. Na, hier ist noch was. Aber manchmal ist es echt so ein bisschen schwer, alles zu sehen. Also finde ich. Guck mal, hier auch noch die ganze Wand besprenkelt. Der Nachbar hat jetzt sogar zwei Flamingos. Der kann jetzt eine Flamingo-Party führen, wenn er das möchte. Ich habe dem sowieso, glaube ich, sehr vieles rübergeschmissen. Der hat, glaube ich, jetzt alle unsere... Der hat jetzt, glaube ich, all unsere Gartenaccessoires und so zum Schwimmen und so ein Shit. Du musst mich heilig machen. Warum musst du heilig werden? Nur mal so aus reinem Interesse die Frage. Knife, my wife. Best kitchen knives ever. Meine Frau und das Messer. Tips and Techniques for a Razor Sharp Edge. Knife my wife. Knife my wife. Das hört sich irgendwie... Weiß auch nicht. Irgendwie passt das nicht so ganz. Ah, ich kann die Mikrowelle klauen. Nee, schade. Warte mal, warum ist ein Buch im... Microwave Magic. Warum ist denn das Buch in der Mikrowelle drin? Ist auch faszinierend. Passt doch zum Tatort. So, guck mal. Also, wir haben jetzt. Überwachungsaufnahmen löschen, das müssen wir noch machen. Entsorgekörper 2 von 5. Beweise sammeln, 1 von 2. Erdgeschoss. Stell die Möbel wieder an ihren Platz. Ja, da fehlen auf jeden Fall. Ah ja, die hier fehlen noch. Okay. Hier ist noch einer. Und dann fehlt uns noch einer. Haben wir den... Habt ihr den gesehen zufällig? Warte mal, ist der... Ah, der ist bestimmt da in dem Raum... Ist der im Raum drin? Aha! Mr. Harry Styles, sie verkriechen sich also wieder unter der Treppe. Ah, ja. Man kennt es. Tada! Okay, das sieht doch gut aus. Der hier muss nochmal eben gesäubert werden. Ganz schön blutig. Vielleicht ist es einfach nur ein Kochbuch. Ja, anscheinend. Magic for Microwaves. Oh oh. Warum geht der Dreck nicht weg?
Hallo, Mr. Stuhl. Machen Sie jetzt keine Faxen? Ist der schon sauber? Hä? Da, aber... warte kurz. Ich... Mein Spiel hat keinen Ton. Ah. Warum kriege ich das nicht sauber? Ach so, okay. Tada, es ist wieder sauber. So einfach kann es gehen. Der gute alte Harry, ja, der begleitet uns eigentlich durch alle Spiele durch. Der gute Harry Styles. Er ist überall dabei, Chat. Bester Mann. So, Reinigungsmittel nochmal reinprügeln. Zack. Okay, dann hätten wir das hier soweit. Wische das ganze Blut auf. Wahrscheinlich zählt das noch mit dazu, schätze ich jetzt mal. Aber es fehlen noch Beweise. Ist hier vielleicht irgendwie sowas hinter? Oh, Chat. Verfickt nochmal, wo bleibt die Abo-Falle? Ihr geilen, geilen Stücke. Danke für den Support. Geil. Muss ich es eigentlich gedrückt halten? Oh, ihr seid geil. Nee, irgendwie muss man die, die ganze Zeit draufdrücken. Ich dachte erst, man muss die gedrückt halten, aber der hört dann auf. Hallöchen, hast du schon das Game geplayed? Warte mal. Ich habe das Spiel schon gespielt mal, ja. Aber nicht durchgespielt. Oder was meinst du genau? Also ich habe jetzt bis jetzt, glaube ich, so 6 Stunden ungefähr. Aber ich habe es noch nicht durchgespielt, wenn du das meinst. Draußen beim Lagerfeuer. Okay, dann müssen wir da gleich mal gucken. Ab ans Lagerfeuer. Beweise sammeln, 1 von 2. Uns fehlt noch was. Mr. Businessman, können Sie mir weiterhelfen? Is that the surveillance room? Ah, vielleicht ist hier noch ein Beweis. Aha! This message didn't age well. Er weiß von uns. Pass auf, mein Liebster. Ich hoffe, bald bei dir zu sein. Alle tot. Hat nicht gut funktioniert. Alle tot. Und wieder ein Ohrwurm. Sie versuchen auf einen geschützten Ordner zuzugreifen. Auch defensiv. Ja, okay. Manuelles Hacken. Was ist Brute Force Hacking? Bro, also das dauert dann länger, oder was? Ja, wir versuchen es mal. 7140. Okay. 7140. 4379. 4379. Tada! Und was haben wir hier? Ich finde es so schade, dass man sich diese Aufnahmen nicht angucken kann. Ne? Ich fände das so cool, jetzt auch noch zu sehen, einfach wie die alle sterben. Das wäre schon irgendwie cool, ja. Tada! Okay, haben wir alle Aufgaben erledigt. Entsorge die Körper. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Maranashi, neue Story. Oh, geil. Relaxion Volumen 2. Okay, warte, Chat. Relaxion 2, jetzt kommt's. Neuer Meditationsband. Wusa. Treibe den Stress in die Wüste. So much for healthy living. Oh shit, persönliche Notiz. Boah, die ist lang. Okay. Was werde ich tun, um mein Leben zu verbessern? Eine gesunde Ernährung beibehalten? Ich sollte mindestens 7 Kilogramm abnehmen, um mich mit meinem eigenen Körper wohlzufühlen. Zu Hause oder im Fitnessstudio trainieren. Mindestens 4-mal pro Woche. Vor weniger als einem Jahrzehnt war ich ein bekannter Fitnesstrainer. Also ist ein Typ. Verdammt nochmal, ich war auch vor nicht allzu langer Zeit Miss Teen, oder? Achso, ist doch eine Frau? Ich war auch nicht vor allzu langer Zeit Miss Teen, oder? Oder? Fokus auf die Therapie. Es ist Zeit, endlich zu heilen. Antidepressive alleine reichen nicht aus, das weiß ich jetzt. Bedenken, dass Familienzeit wirklich wichtig ist. Ich habe 2 großartige Stiefkinder und einen erstaunlichen Ehemann. Sie geben mir jeden Tag viel Kraft. Ist wohl doch eine Frau. Ja, ist wohl doch eine Frau. Aha.
Eine Frau mit weniger Schmuck plötzlich. Oh, wie schade, du wirst beklaut. Und du kannst nichts dagegen machen, denn du bist tot. Also hast du wahrscheinlich eher andere Probleme. Was ist das hier? Ne? Boah, der Meditationsband ist aber wirklich sehr, sehr, sehr ruhig. Ich höre die ganze Zeit gefühlt nur so einen Ton. Randale! Randale! Man muss immer noch... Aha! Ich wollte gerade sagen, man muss auch immer noch da drunter gucken. Sehr schön. $100 mehr. Lippenstift. Sei die Pflanze, sei die Pflanze. Ne, hier ist nichts mehr. Oh Gott, Alter, ich dachte gerade, die steckt fest. Oh Gott, halber Herzinfarkt gerade bekommen. Okay, aber alles gut. Hier ist noch ein bisschen Geld, das können wir mitgehen lassen. Hier ist der WLAN-Router. Beweise vernichten, kein Internet mehr. Okay, aber das sieht ja soweit eigentlich alles gut aus. Ich find's krass, wie hier überall so Stöckelschüchen rumliegen. So, was haben wir hier noch? Okay, da können wir gar nicht lang. So. Dann haben wir das jetzt echt alles. Warte mal. Hier war, glaube ich, noch ein... oh ja, hier gibt's einen Keller. Warte, lass nochmal erst in den Keller runtergehen. Ich glaube nämlich, dort wird etwas Besonderes auf uns warten wahrscheinlich. Der Keller. Jesus. Ah, ja. Tortured. Okay. Ja. Boah, das muss ziemlich wehgetan haben, ne? Boah, so mit dem Hammer noch. Boah, Alter. Stell dir mal vor, so ein Ding kriegst du in den Schädel, ey. Eieieiei. Bohrmaschinen. Sogar verschiedene Bohrköpfe benutzt. This was not a drill. Blutiger Akkubohrer. Warte mal, welche Größen hat der benutzt davon? Von den Bohrköpfen? Ich weiß es nicht. Kannst nicht lesen. Ich glaube, da steht einfach nur Plus. Da steht, glaube ich, gar keine Größe bei. Sieht unangenehm aus. Ja, also ich stelle mir das doch auch, glaube ich, ziemlich unangenehm vor, wenn mir sowas passieren würde. Alter, holla die Waldfee. Au. That one wasn't enough. Okay. Ey, entspann dich. Alles gut, alles wird gut. Er schläft doch nur. So, ich muss dich leider mitnehmen. Some drill marks. Easy to see, it was deeply personal. So that must be Mark. Hi, Mark. Okay, das ist also Mark. Chat sagt Hallo zu Mark. Mark, das ist mein Chat. So, jetzt macht ihr auch mal Bekanntschaft. Junge, ich wollte bis 23 Uhr zocken. Wie ist es jetzt schon so spät? Joey, warte mal. Was wolltest du nochmal? Was hast du nochmal gezockt, mein Bester? Ich meine mich daran zu erinnern, dass du am Anfang des Streams gesagt hast, dass du noch irgendwas daddeln willst. Hi, Mark. Und tschüss, Mark. War schön mit dir, Marc. Wir hatten eine tolle Zeit, Marc. Bis bald, Marc. Hi, Marc. Da, 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 da. Okay, wie viele Leichen haben wir noch? Was? Zwei nur noch? Zu wenige Leichen? Zu wenig Blut? Ich glaube, da kommt wahrscheinlich noch was, oder? Hier ist doch bestimmt noch irgendwas versteckt. Ich kann mich gar nicht... Ah, guck mal hier. Ich kann mich gar nicht mehr an das Level erinnern, was hier noch so passiert. Ah doch, warte mal, hier war Geld, ne? Oder waren hier Drogen? Oha. Chat, wenn ich euch davon etwas abgeben würde, was würdet ihr euch davon kaufen? Wenn ich so nett bin und ich teile mit euch, was würdet ihr euch denn gönnen? Warte mal, warum geben die mir nur $2 pro Batzen? Ich werde beschissen vom Spiel. Hier steht 5000. Warum kriege ich nur $2? Ich werde verarscht. Tack. Totally worth it. Befreie dich von wertlosem Papier aus dem Keller. Money for nothing. Geil. Oder ist das einfach Spielgeld gewesen? Okay, ist hier sonst noch irgendwas so versteckt oder so? Im Spiel sind sehr viele Sachen noch einfach versteckt. PC und Führerschein. Ja. Sehr gute Investition, würde ich meinen. Okay, aber ich glaube, wir haben hier soweit alles. So, weiter geht's. Ab nach oben. Pflanzen, Bücher und Essen, auch sehr gute Wahl. Alter, ich dachte gerade, ich habe das Ding ausgekippt. Auch eine sehr gute Wahl. Ich habe Hogwarts Legacy. Ah ja, genau. Ich saß bei einem Rätsel fest und dann habe ich auf die Uhr geschaut. Ja, und dann ist vorbei, ne?
Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergehen kann, wenn man so ein Videospiel echt gerne spielt. So, der Elefant ist nie da gewesen. Erster Stock. Alter, warum muss er denn hier mit seinen blöden Drecksfüßen über diesen Teppich laufen? Ah ja, guck mal hier, das können wir auch noch mitnehmen. Das wird auch geklaut. Sehr schön. Boah, aber das Haus ist schon übertrieben krass. Also wäre viel zu groß. Ich wüsste gar nicht, was ich mit dem ganzen Platz machen sollte. Aber so, ich sag mal, so wie das liegt, schon unnormal geil. Also man kann, ich meine, die sieht ja jetzt schon eigentlich voll gemütlich aus, aber man könnte die auch so krass gemütlicher machen. So, was haben wir hier? Is that what makes this whole ride worthwhile? Hey Edgelord, just take the edge off. Tyler Pitts, hey Edgelord, entspann dich mal. Ein vollständiger Leitfaden zum fröhlichen Nihilisten. Was ist ein Nihilist? I hope you're still alive in the chaos. Listen up, I've been banging my head against the wall, trying to jazz up the back cover of my book. It's been a real drag. Was bedeutet das? Was soll das sein? Aber die Atmosphäre in diesem Haus ist irgendwie düster. Meinst du vielleicht, es könnte daran liegen, dass hier 5 Leute absolut gefoltert und abgeschlachtet worden sind? Meinst du das? Nee, ich check, was du meinst. Ich meine, das Holz ist auch ziemlich düster halt, ne? Das Holz ist ziemlich dunkel, wahrscheinlich deswegen. Ich nix verstehen. Ich habe keine Ahnung, was ein Warte mal, ich habe doch hier auch, wie heißt nochmal mein guter Freund? Warte mal ganz kurz. ChatGPT, ne? Du redest doch auch mit mir, mein Bester, ne? Warte mal, ChatGPT. So, wir schnacken mal ganz kurz. ChatGPT, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, was ist ein Nihilist? Ein Nihilist ist jemand, der glaubt, dass das Leben keinen inhärenten Sinn oder Zweck hat. Nihilisten bezweifeln oft, dass es objektive Werte, Wahrheiten oder moralische Prinzipien gibt. Das kann zu einer Haltung führen, die vieles in Frage stellt und skeptisch gegenüber traditionellen Überzeugungen ist. Danke dir für die Antwort. Findest du, dass meine Twitch-Zuschauer eigentlich ziemlich geil sind? Klar, wenn sie dir auf Twitch folgen, dann scheinen sie ja ziemlich cool drauf zu sein. Es ist doch klasse, eine engagierte Community zu haben, die deine Inhalte feiert. Tolle Zuschauer machen das Streamen doch gleich viel mehr Spaß, oder? Also vollkommen recht, mein Bester. Ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Küsschen. Okay, also, jetzt wissen wir das auch. Interessant. Sehr, sehr interessant. Hat er nicht gesagt. Lalalalalala. Wow, die Tür hat es komplett zerhackt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Raum hier rein. Gucken wir mal, was da drin ist und auf uns wartet. Hier liegen auf jeden Fall wieder Patronenhülsen rum. Mülleimer. Tak, 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 tak. Wie kannst du mit ChatGPT sprechen? Du kannst einfach mit dem reden, da ist einfach so ein Mikroding. Okay. Oh, das war der Streamerraum. What do we have here? Compulsive gamer. Huch. Das war der Streamerraum. Alter, ich liebe einfach diese Level in diesem Game. Ne? Es ist so geil. Guck mal, der hat einfach sogar diesen Todesscreen von... Ich könnte schwören... Ist das nicht Dark Souls? Das sieht sehr nach Dark Souls aus, irgendwie so vom Style her. Welch Ironie. Den hat es komplett zerlegt, den guten Mann. Oh, richtig wichtig. Der hat hier sogar richtig schön Energy Drinks. Warte mal, der hat Milch in der Schublade. Aber richtig schön auch die Chips. Geil. Weise Entscheidung. Sowas bräuchte ich eigentlich auch in meinem Zimmer, so zum Streamen und so ein Shit. Damit ich immer was zum Snacken habe. Aber ich esse das leider mal vorher schon auf, ist das Problem. Tada. Tada. Kann jemand von euch Schlagzeug spielen? Tada. Aber ich glaube auch, so Schlagzeug lernen ist echt abgefuckt, wenn du so jemanden als Nachbar hast.
Erste Eindrücke von Retro Junk 1777. Alles Simulator, ein Sim, um sie alle zu beherrschen. Ein Crunch und ewiges Glück. Kein Crunch und ewiges Glück. Interview mit dem CEO von Exploitsoft. Zu lange Spiele kann dich buchstäblich umbringen. Geil. Best PC Setups. Krass, man. Erstmal so CPU aufgelistet, GPU. Ist schon geil, wie viele Details einfach dieses Spiel hat. Ich finde das so cool. Macht richtig Spaß, einfach nur alleine so die ganzen Sachen anzugucken und so zu lesen und so. Die Chips möchte ich haben. Ja, die würde ich auch gerne haben. Da würde ich jetzt auch nicht Nein zu sagen. Ich habe aber echt leider gar nichts. Ich habe gar nichts an Chips da heute. Oder generell letzten Tage. Ich müsste eigentlich mal einkaufen gehen, aber ich habe absolut gar keinen Bock, Mann. Ich habe gerade wirklich so eine Phase. Ey, ich habe gar keine Lust, irgendwie einkaufen zu gehen oder irgendwie so eine Scheiße zu machen. Gar keine Lust. Ich meine, ich habe sowieso eigentlich nie Lust darauf, aber gerade ist wieder so sehr stark, dieses Verlangen danach, es einfach zu lassen. Aber ich brauche Chips. Ich bereue es immer. Nachts kriege ich immer dann den Heißhunger und dann sitze ich hier. Und dann denke ich mir immer so, oh Josh, du Idiot, warum? Warum hast du dir nicht richtig geil Chips geholt? Ja, das ist sehr immersiv, im Real Life erschossen zu werden. Ja, 2 Jahre in der Schule gelernt, kann es nur, glaube ich, gar nicht mehr. Ich stelle mir das so abgefuckt vor, ne? Du hast da einfach so einen 10-Jährigen als Nachbarn und der spielt einfach 20 Stunden am Tag dieses Schlagzeug und der kann es einfach null und es macht doch da. Folter. Ich habe Kekse da. Oh ja, Kekse würde ich auf jeden Fall auch nicht Nein zu sagen. Kekse wäre auch eigentlich ganz geil. Ich habe noch Sonnenblumenkerne. Boah, Sonnenblumenkerne haben einfach alle meine türkischen Freunde, haben die gefressen wie Tic Tacs. Das ist Wahnsinn. Den ganzen Tag hörst du so... No need to thank me. Ich ernähre mich gerade auch von dem Kram, den ich zu Hause habe. Ja, ich werde bald auch meine Fußleisten abschrauben und dann werde ich wahrscheinlich meine Fußleisten zersägen und dann die als Chips vernaschen. Anders geht's nicht mehr. Meine Vorräte neigen sich dem Ende zu. So, das sieht mir aus nach so einem richtigen DX-Racer-Stuhl. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so diese typischen Streamer-Gaming-Stühle. So sieht das Ding aus. Und schon wieder Klopapier. Warum haben die immer Klopapier in ihrem Setup liegen? Und warum hat er so extrem viel Milch getrunken? Junge, entweder der hat unnormal viel Kaffee konsumiert oder der wurde einfach nicht genügend gestillt oder so. Wo könnte das Ding hinkommen? Eigentlich vor dem Fernseher, oder? Oh, ah ne, hier. Ah, auf die linke Seite wahrscheinlich. Ah, ja. It won't move like this. Okay, warum bewegt er sich nicht? I need to clear the way first. Warte mal, ist es der Stuhl? Ah. Okay, ich wollte gerade sagen, hä? Tada! Gaming-Setup wieder eingerichtet. Es kann wieder gedaddelt werden. Muss ich die wegschmeißen? Nee. Ich glaube, die kann ich einfach liegen lassen. Ich habe so einen Stuhl. Den haben so viele Gamer, haben genau so einen Stuhl. Ich hatte auch so einen... Ich habe den von meinem Vater mal bekommen. Das war so ein DX-Racer-Stuhl. Die Sache ist halt, dass die, also je nachdem, sind die halt echt so für die, ich sag mal so, wie man sitzt, sind die halt echt beschissen. Also am allerbesten ist immer, man nimmt da halt wirklich so richtige Bürostühle halt. Die sind da meistens immer besser, also richtige Office-Stühle. Aber ich meine, das kommt halt immer so auf deine Körperhaltung an, ne? Ich glaube, die meisten sitzen halt genauso wie ich, wie der größte Vollidiot vorm PC. Weißt du, du sitzt einfach in diesem Shrimp-Modus. Und ich glaube, da hilft dir auch der geilste Stuhl nicht mehr, wenn du einfach immer sitzt wie der letzte Vollvogel. Das ist immer so ein bisschen problematisch. Fellow, pass auf dich auf. Was mir gerade mal auffällt, das sieht so aus wie unser Baustellenlicht, was wir immer dabei haben auf unseren Aufträgen. Aber es ist es nicht. Kein Geld drin? Ich bin sehr enttäuscht. So viel. Hallo Freunde, Alter. Kleiner als 33. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Bin froh, dass ich mal wieder vorbeikommen kann. Einfach schon 24 Monate, die Zeit vergeht so krass, fühlt euch alle gedrückt, kleiner als 33. Ach du Scheiße, hatte der viel Weed in seiner Schublade, Junge. Sophia, ich danke dir von ganzem Herzen für 24 Monate und sogar extra ein Tier 2 Sub, das ist Wahnsinn. Ich danke dir wirklich von Herzen für alles, Dankeschön einfach nur. Warte mal, muss das Ding nicht dann wahrscheinlich auch dahin? Einfach nur wirklich ein dicker Schmatzer, danke für alles. Und auf hoffentlich viele weitere Monate.
Ich hoffe, dass es dir gut geht. Wirklich, Dankeschön. Ich habe auch so eine Körperhaltung wie so ein Shrimp beim Sitzen. Ja, deswegen halt, ne? Das ist so im Endeffekt wahrscheinlich. Da kannst du den geilsten Stuhl für kaufen. Wenn du halt sowieso immer sitzt wie so ein Vollidiot, dann bringt dir auch der geilste Stuhl nichts. Und das ist bei mir genauso. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich einigen Menschen so gehen, schätze ich mal. Okay, also werde mülllos, stell die Möbel wieder an ihren Platz. Fehlt hier nicht noch irgendwie ein... Nee, ist, okay, ist richtig tatsächlich. Okay, also anscheinend haben wir hier alles. Was haben wir hier? Oh mein Gott, wie geil. Alter, das ist krass, aber... Ach so, da ist dann... Ist da kein Glas? Boah, Alter, hier würde ich ja so oft chillen. Ich komme nicht an das Geld dran. Ich... Was? Geld! Boah, also das hier ist wirklich richtig geil. Ich würde hier so oft lesen und einfach nur chillen. Boah, vor allem wenn es regnet. Guck mal, du bist hier überdacht. Und du hast hier komplett deine Ruhe, weil du keine irgendwie so... Ja, du hast ja keine Stadtgeräusche oder sowas. Boah, Alter, wie geil. Ich würde da jeden Abend sitzen, ja, mit so einem Teechen. Schön ein Buch lesen oder so. Geil. Irgendwas Cooles so auf dem Steam Deck zocken oder sowas. Das ist ja ein Träumchen. Okay, aber ich glaube, hier haben wir jetzt soweit alles. Ja, also da ist hier was los. Und was haben wir hier noch? Ey, das ist... Das Badezimmer ist größer als unser Wohnzimmer. Wow. Wow. Ich würde mich viel zu krass beobachtet fühlen. Also hier sind nicht mal Rollladen oder sowas. Oder so Vorhänge. Also hier zu duschen, Junge. Man würde einfach meinen ganzen Körper sehen, gefühlt. Naja, das wäre mir zu unangenehm. Aber trotzdem sehr, sehr geiles Badezimmer. Und wir haben einen Waschküchenschlüssel. Okay, da müssen wir mich gleich daran erinnern, dass wir da mal kurz reingucken gleich. Ich will die Monstera haben. Ja, die Monstera ist auch krass. Alter, ich will diese Wand haben. Boah, sowas. Alter, sowas als Streaming-Hintergrund. Traum. Also wenn ich irgendwann mal so mehr Platz habe oder umziehe oder sowas. Boah, sowas würde ich unnormal gerne haben. So eine Wand aus Moos. Und davor dann einfach so meine Monstera-Pflanzen stellen und so generell noch vielleicht so... Ja, vielleicht so ein Efeu durchziehen. Boah, das wäre so geil. Das wäre so geil. Melly, pass auf dich auf. Schön, dass du da gewesen bist. Küsschen geht raus. Und wir haben hier noch einen weiteren Beweisgegenstand. Dad had an affair and fucked the whole family by accident. Ja, alle über den Haufen gebumst hier. Omnom 18. Kara, bist du da? Bitch, please schreibt. Bitch, please heißt die einfach hier in diesem Chat. Ja, was ist los, Mabel? Ich drehe durch. Warum? Ich glaube, Papa hat eine Affäre. Ich habe ihn mit einer Frau am Telefon reden hören. Es war nicht Mama. Da bin ich mir sicher. Mach nicht verrückt, Mädel. War wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht, vielleicht hast du recht. Vielleicht spinne ich aber auch. Sicher. Eieieiei. Da gab's Stress im Paradies. Oh, wie cool, dass wir jetzt eine Axt haben. Die macht das ja viel einfacher. Geil. So, alles in meinen Mülleimer rein. Tadatata. Können wir das hier runterschmeißen? Ja, ne? Dann sparen wir uns da auf jeden Fall schon mal den Weg. Oh, 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 oh. Alter, das ist aber auch sehr viel Blut in diesem Raum hier. Sehr, sehr viel Blut. Ich habe immer Schiss, dass ich jetzt auch so das über den Teppich ziehe. Aber lustigerweise geht das eigentlich mit diesen Fußschritten. Mit diesen Abdrücken. Eigentlich ist es okay. Ich meine, das hatte mich voll abgefuckt in der Demo. Da war das irgendwie krasser. Die Axt. Und wir haben ein neues Tape. Was haben wir hier? She deserves a better life. Von Lulu. Warte mal, Lulu Suicide. Oh ja, sehr, sehr positiver Name. She deserves a better life. Von Lulu. Wow. Diese dumme Kuh hat mir jetzt noch mehr Arbeit gemacht. Was eine Scheiße. Die.
Alter! Brett! Bei dem Level finde ich es blöd geregelt mit dem Müll und den Leichen und so weiter. Du musst immer zum Truck rennen. Ja, es ist ziemlich weit, ne? Es ist halt, du musst halt ziemlich weit laufen, ne? Das ist ein bisschen abgefuckt. Okay, Chat, wir hören jetzt die klassische Musik. Mit klassischer Musik sauber zu machen, ist einfach ein Brett. Warte mal, eigentlich könnten wir da auch mal so eine Play... Warte mal, Chat, wir können mal nebenbei eigentlich so eine Playlist dafür anlegen bei Epidemic. Ich bräuchte so eine klassische Playlist. Vielleicht kann ich ja danach filtern. Nennt man das einfach klassische Musik bestimmt, ne? Klassische... Oder klassisch. Ich brauche klassische Musik. Vivaldi. Ist das nicht das? Oh ja, sowas brauche ich beim Putzen. Episch. Da putze ich gleich viel schneller. Krass. Irgendwie... Warte mal, ist das jetzt... Habe ich Ingame-Musik auch noch an? Nee. Irgendwie finde ich klassische Musik aber auch ziemlich krass. Ich finde schon, das hat irgendwie so einen krassen Vibe irgendwie. So, was gibt's noch? Noch mehr Vivaldi. Alter, hey, wie geil, dass sie den einfach auf Epidemic Soundcloud haben. So. Dass sie einfach die Musik haben, wie cool. Wundervoll, wundervoll. Zugabe. Geil. Ja, Schatz, ein Grund, weshalb du auf Instagram keine Fotos mehr von dir postest. Jay, ich benutze kein Instagram mehr. Ja. Das wird eigentlich so der Hauptgrund sein. Und irgendwie habe ich kein Interesse daran, irgendwas hochzuladen. Boah, geil, ich muss mir echt so eine Playlist dafür machen für die Streams. Was haben wir hier noch? Okay, wir lassen das jetzt einfach so in Ruhe mal so durchlaufen. Wir gucken einfach mal, ob da irgendwas Cooles dabei ist für eine Playlist. Ich kenne mich mit klassischer Musik null aus, aber ist das Mozart? Ist es Vivaldi? Vivaldi! Ich weiß gar nicht, ob... Warte mal. Guck mal, hier sind noch Michelle, Ross, Eric, Jacobson. Boah, ich habe da auch gar keine Ahnung von, ne? Ich habe da absolut gar keine Ahnung von. Vivaldi, Vivaldi, Light, Classic, Classical Light. Cloudé, Signet. Krass. Ist schon lustig. Vivaldi kenne ich, alle anderen nicht. Aber heißt der Typ dann Vivaldi oder was? Weil, also hier steht nämlich Vivaldi und hier sind so mehrere, aber da stehen immer noch andere Namen bei. Michelle, Ross, Eric und so ein Shit. Ist Vivaldi denn so eine, ist das so ein Orchester oder wie nennt man das? Oder wie ist das? Warte mal, habe ich mein VOD gemutet? Weil, also, ich meine natürlich so, also meine Musik natürlich auch so, gerade beim Putzen so in Real Life ist ja eher sowas halt, ne? Da putze ich eigentlich lieber mit. Können jetzt zwar die VOD-Hörer nicht hören, aber das ist eher meine Putzmusik. Boah, Brett. Guck mal, ich höre hier sogar noch Musik in-game. Kann das sein? Aber warum höre ich hier Musik? Hä, ist hier irgendwie ein Lautsprecher oder so? Die Musik geht nicht weg. Alter. Boah, Chat, man, das Lied ist ein geisteskranker Banger, ne? Ich schwöre, Junge, ich liebe diesen Song.
I still here with Call of Life. I'm taken by the tide. Boah, geiler Song. Also das ist auf jeden Fall so eher so meine Putzmusik. Warte mal, wir müssen jetzt mal ganz kurz ausfindig machen, woher die klassische Musik kommt. Hat einfach da unten jemand die Anlage angemacht? Hey, hier läuft einfach Musik. Ist das hier unten die Anlage? Junge, das ist diese beschissene Anlage. Ich frage mich die ganze Zeit, wer dudelt da die ganze Zeit? Was ist das für ein War da gerade noch mehr Gedudel? Ich hab gerade noch was gehört, aber ich glaube, das ist nur so diese... Nee, hier ist nicht noch irgendwie so ein Musikteil an, oder? Nee, ich glaube alles gut. Junge, ich höre die ganze Zeit... Ich dachte so, ey, woher kommt diese scheiß Musik? Du hast die Anlage doch gerade angemacht, nee, ich habe die ausgemacht. Die war an, die hat die ganze Zeit gespielt und ich habe mich gefragt, warum höre ich doppelt Musik? Also jetzt ist, glaube ich, einfach nur so diese Standard-Hintergrundmusik. Einfach nur so, damit du so ein bisschen was hast beim Putzen wahrscheinlich. So einfach Standardmusik. Schätze ich jetzt mal. Sepp, übrigens, Dankeschön auch an dich für dein Follow, mein Bester. Schön, dass du am Start bist. Dankeschön, Mann. Oh, hier ist noch ein Ring. Sehr schön. Wird eingepackt. Sehr wichtig und richtig. Mann, warum müssen die denn auch immer hier über den Teppich in jemanden umbringen? Das ist immer so hartnäckig, das rauszubekommen. Wie nervig. Müssen wir mal aufhören mit diesem Scheiß. Stony, dir wünsche ich natürlich nochmal einen wundervollen Abend, mein Bester. Schön, dass du am Start warst. Küsschen geht raus. So, das ist doch perfekt. Sehr schön, sehr schön. Chat, wann müsst ihr morgen raus? Aus den warmen Betten. Raus in die... Achso, wahrscheinlich muss das Ding da rein. Raus in die reale Welt, in den Trubel der Menschheit. Menschen sind jetzt schon so, alle sind so gestresst wegen Weihnachten, jetzt schon, das ist so krank, ne? Keep calm and life, love, love. Oh, krass, ey, ich krieg Gänsehaut. Wenn man sowas in... Hat jemand wirklich so etwas in seiner Wohnung hängen? Ich weiß nicht. Irgendwie bereitet mir das Schmerzen, sowas zu lesen. Die Lampe kommt hier hin. Warte mal, waren hier? Habe ich hier nicht gerade noch auf meinem... Ah ne, da muss ein Stütchen hin. Hier ist noch ein Händchen drauf. So, aber nicht. Gar nicht, weil frei. Geil. Will an meinem Geburtstag nicht arbeiten. Wichtig und richtig. Um 8 Uhr, um 9 Uhr. Oh, ich muss um 8 Uhr raus. 8.30 Uhr, bin nächste Woche Donnerstag, muss ich gar nicht raus. Boah, da wird richtig fett ausgeschlafen, geil. Gönn dir auf jeden Fall, sehr, sehr schön. So, perfekt, hätten wir das auch. Oh, Alter, schon wieder eine Gitarre. Oh, scheiße. Chat, ihr solltet schlafen, aber ihr tut es nicht. Ihr seid so kleine Rebellen gegen das Leben. Protest, Protest, streitet, schreit ihr morgens an einem Montag. Nein, hier stehe ich nicht auf. Oh, du düstere Welt, fick dich ins Knie, Montag. Diese Welt ist so düster. Ich leg mich wieder ins Bett. Tada! Chat, ihr seid ein gutes Publikum. Danke euch, ihr seid ein sehr, sehr gutes Publikum. warte mal, was fehlt jetzt hier? Hier fehlt dieser beschissene Stuhl. Ist das der Stuhl? Ach, das ist der Stuhl! Der Zapperlot, der hätte ich ja noch lange suchen können. Wie immer wunderschön, Dankeschön. Ich werde da auch ein ganzes Album draus machen, natürlich. Genau das denke ich jeden Tag. Also, wir haben... Warte mal. Uns fehlen nur noch die Müllsäcke und unten die Leiche und dann sind wir fertig? Oha, krass. Cool, das haben wir eigentlich ziemlich gut gemacht. Okay. Ja, Chat, wenn es hier gleich noch irgendwelche Geheimnisse gibt, ne, müsst ihr mir mal Bescheid sagen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch irgendwie so ein bisschen Kohle auch rumliegt. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch ein kompletter Geheimraum ist irgendwo. Wäre geil. Owen ist hier so ein kompletter Geheimgang. Oh mein Gott. Hinter diesen Fischen. Hinter diesen Fischen. Da ist eine Riesenwelt. Eine geheime Welt. Hogwarts. Schade. Ich habe mich vielleicht getäuscht. Nur vielleicht. Hatte ich hier rein... Ja, hier hatte ich reingeguckt, ne? Warte mal kurz. Boah, wäre krass. Hinter dem Spiegel wäre krass gewesen. Es gab aber noch irgendwie einen kleinen Geheimraum, ne? Wir hatten für irgendwas einen Schlüssel bekommen, oder? Ich weiß noch nicht mehr genau für... Wo war... Ah, der Raum hier, ne? Ja, der Waschraum auf jeden Fall. Das ist ein Geheimnis gewesen. Hier ist... Oh ja, hier ist fett Kohle. Sehr schön. Wird natürlich alles eingepackt. Kann ich leider nicht axten. Ich bin so im Stalker-Modus. Da musst du nämlich immer diese Kisten kaputt machen, dann ist der Loot drin. Alles kaputt machen. Draußen ist auch noch was. Keller. Ach, im Keller auch noch. Okay, im Keller müssen wir auch nochmal gucken. So, dann machen wir erstmal so. Bringe ich erstmal diese Säcke weg. Es wäre wirklich so, gerade bei so größeren Leveln, wo man weit laufen muss, wäre es schon irgendwie praktisch, so... Ich weiß nicht, vielleicht so 3 Säcke auf einmal nehmen zu können. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie skillen konnte oder so. Axten. Ja, ja, Axten. Was hast du auszusetzen, Anne? Was willst du, hä? Keller haben wir doch schon, oder? Weiß ich nicht. Also... Draußen ist auf jeden Fall noch was. Mhm. Also Keller hatten wir halt diese Geldbatzen halt, ne? Auf diesem... Was war das? Auf so einem Hubwagen oder sowas. Aber es fehlt... Guck mal, hier draußen fehlt aber auch... Ah ja, okay, wegen der Leiche wahrscheinlich da hinten, ne? Denke ich jetzt mal. Die hat halt jetzt nochmal mehr Müll gemacht. Okay, hier drinnen weiß ich jetzt nicht, ob ich alle Müllsäcke entfernt habe. Lass uns erstmal zu der Ollen gehen, die da sich mal eben dachte, ich fall mal vom Balkon und zerschmettere jetzt hier den Tisch. Ja, blöde Kuh. Machst mir noch mehr Arbeit, als ich sowieso schon habe. Puh. Frech, oder? Ja, den Keller haben wir schon. Okay, Keller haben wir schon. Also fehlt mir noch etwas hier draußen. Boah, wie geil einfach, ne? Komplett durch den Tisch gerauscht. Wisst ihr, Chat, auch an der Stelle gibt es eine sehr lustige Geschichte. Und zwar war ich mit meinem Bruder und generell mit meiner ganzen Familie waren wir damals im Urlaub zusammen. Auch 2 meiner besten Freunde waren dabei, also auch von meinem Bruder dann zu dem Zeitpunkt sein bester Kumpel. Ich war mit dem auch sehr gut befreundet und mein bester Freund war dabei. Und auf jeden Fall waren wir im Urlaub und wir hatten halt eben auch so eine Terrasse und sowas. Also genau eigentlich so wie hier. Und man konnte halt oben, also hier war praktisch so unten die Terrasse, wo man so sitzen konnte, praktisch und grillen konnte und so. Und oben drüber war sowas in der Art wie so ein Balkon, wo man sich so drauf chillen konnte. Und auf jeden Fall haben wir dort oben gesessen, auf diesem Balkon. Und dann müsst ihr euch vorstellen, mein Bruder fällt vom Balkon in den Tisch rein und steckte im Tisch drin. Ich hab mich krank gelacht. Der steckte im Tisch drin. Oh Mann, das war so geisteskrank. Hat er einfach den Tisch geschrottet. Oh Mann. War das geil. Ey, was die sich wohl gedacht haben, als die... Also halt praktisch, als die das so vorgefunden haben dann in diesem Park, die Leute, die halt so die Häuser vermieten. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Wie ist denn das passiert? Wie ist da ein Loch mitten im Tisch drin? Steckt er da einfach drin? Junge, war das wild. Geil, geil, geil. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich auf dem Boden lag und ich habe geheult vor Lachen. Also ich bin abgebrochen vor Lachen. Ich kam gar nicht mehr klar. Das war so geil. Ach scheiße, wir müssen... müssen wir hier wieder Wasser reinlassen? Wahrscheinlich, ne? Und wie kam der da wieder raus? Ja, also dann war halt so das Blöde. Ich meine, er hatte Glück im Unglück. So, er steckte in diesem Tisch drin. Hat sich halt leider, weil das war so ein fetter Plastiktisch, so wie man den immer hat irgendwie in so Ferienhäusern und oftmals auch generell draußen. Hat sich halt auf jeden Fall so aufgeratscht gehabt natürlich, weil das Plastik den so aufgeschnitten hatte, dann so an den Seiten und so.
Aber ja, wir haben den dann da, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir den da rausbuxiert haben, ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr, ist lange her. Hat er sich dabei wehgetan? Ein bisschen, er hat sich auf jeden Fall da so aufgeratscht halt, ne? Ah, das war geisteskrank. Ey Junge, was so komisch, es sind so komische Sachen und lustige Sachen passiert, einfach wo wir im Urlaub waren, ne? Wahnsinn. Aber ich kann auch ganz, ganz viele, glaube ich, gar nicht davon erzählen. Weil die sind, glaube ich, so zu beschissen. Erstmal lachen, dann helfen. Ja, also ich meine... ja, ich meine, bis zu einem gewissen Grad ist das ja okay. Ne? Wenn sich jetzt immer wirklich so extrem verletzt, so dann... Ne? Ich meine, das Erste ist ja auch so, erstmal gucken, so, jo, ist alles okay und so. Aber danach bricht es halt ein Lachen aus, ne? Ist ja klar. Solange nichts gebrochen war. Ja, ich meine, Brechen ist ja sogar gar nicht mal so schlimm. Also ich meine, es gibt schlimmere Dinge als Brechen. Aber Hauptsache so, es war nichts Ernstes halt, ne? Ja. Ich meine, es ist trotzdem nicht geil, da so seinen Körper aufzuratschen wegen so einem scheiß Plastiktisch, aber... Also irgendwie wirklich, wie er, also das war, der hat das auch selber so gar nicht richtig realisiert, was da gerade passiert ist. So, er steckt da einfach drin in diesem Tisch, so, hä? Keine Ahnung, das, also, ja, das ging alles so schnell. Ich glaube, das musst du auch selber wahrscheinlich erstmal so realisieren, was da passiert ist gerade. Aber wie kann man von dem Balkon fallen? Ja, ich glaube, wir sind da einfach so ein bisschen dann rumgeklettert oder so halt, ne? Ich weiß auch nicht, das war jetzt auch nicht so hoch, also es war jetzt auch nicht so, dass... Ja, ne, so, dass es halt wirklich auch extrem gefährlich wäre, da jetzt rumzuklettern. Und ich meine, wir waren halt jünger. Ja, es ist doch so, ne, da macht man komische Sachen. Aber ja, es ist eine gute Frage, ne, also wie sowas passiert. Aber ja, ich meine, es gibt ganz dumme Sachen, da kann sowas halt wirklich echt schlimm enden halt, ne. Keine Ahnung. Wenn man jünger ist, man denkt irgendwie anders halt, ne, man hat auch irgendwie so dieses... Ich glaube, man hat dieses Gefahrdenken auch nicht. Machen Sie Fotos im Schwimmbecken. Lol. Machen Sie Fotos im Keller? Hä? Warte mal, mussten wir das schon mal machen, dass wir überall Fotos gemacht haben? Okay, also ihr habt gesagt, es gibt noch etwas draußen. Irgendwo muss es etwas versteckt draußen geben. Ist natürlich die Frage, ne? Wo soll das sein? Ich meine, erstmal können wir, glaube ich, wieder Wasser einlassen, ne? Irgendwo gibt es etwas draußen. Ja, ich glaube sogar zwei Stellen. Es gibt zwei versteckte Sachen hier draußen. Echt? Zwei Geheimnisse? Vielleicht da oben? Oh yeah! Alter, der hat sich hier einfach hingechillt und dann hat er sich hier... Junge, also die haben aber schon auch wirklich sehr, sehr viel Kiffgras zu sich genommen, ne? Also holla die Waldfee. Und noch eine Pizza, also die haben sich hier... Alter, der hat ja hier sogar angebaut. Krass. Der hat sogar einfach angebaut. Okay, und es gibt noch ein Geheimnis. Warte mal, es gibt noch ein Geheimnis hier draußen. Ey, hier ist ja der Inkognito-PC. Scheiße. Oh nein, die Bullerei. Ich kann ihn einfach gar nicht entsorgen. Hä, wo soll denn hier noch ein Geheimnis sein? Irgendwo hier in den Büschen? Ha. Wo könnte das denn sein? Also wir haben zwei Geheimnisse bis jetzt gefunden, glaube ich, ne, oder? Wir haben das da, wir haben diesen Raum... Gibt es drei? Seid ihr sicher, dass das draußen ist und nicht hier drin irgendwie? Wenn du in der Werkstatt warst, gibt es nicht mehr draußen. Also ich war gerade in der Werkstatt. Oder hier vielleicht noch was? Irgendwie eine Pizza? Nee. Okay, warte, ich gucke nochmal ganz kurz hier in den Raum rein, in die Werkstatt. Oder zählt die Werkstatt generell als so Special Ort? Hey Josh, eine nette Badewanne hast du da. Danke dir, mein Bester. Einen wunderschönen guten Abend. Ich dachte, beim Laptop wäre noch was. Okay. Also glaubt ihr, wir sind durch? Also ich muss noch Fotos vom Keller machen, aber...
Ich sage nur, jemanden, den ich kenne, wollte sich mit einem Keramikmesser ein Brötchen aufschneiden, ist abgerutscht und hat sich den halben Finger abgesäbelt. Ja, okay, sowas kann natürlich, also wirklich jedem von uns passieren also gerade so beim Essen machen und so halt, ne? Ich glaube, davor ist wahrscheinlich niemand sicher, aber man gibt sein Bestes, dass das natürlich nicht passiert. Ja, also hier haben wir ja auch dieses Drogenversteck. Ah ja, okay, aber dann haben wir ja drei Geheimnisse. Wir haben das Drogenversteck hier unten oder dieses Geldversteck. Wir haben den Raum oben und wir haben diesen Kiffgras, dieses Außenbereich. Also haben wir eigentlich alles. Das sind drei Sachen. Oder gibt es sogar mehrere? Waschküche, Keller und das kleine Gras. Okay, dann haben wir alles. Geil. Sehr gut. So, machen Sie Fotos im Erdgeschoss. Wir machen noch eben ganz kurz die Fotos und dann sind wir fertig, Chat. Feierabend. Sehr geil. Boah, wir haben auch schon wieder nach 1 Uhr, ne? Es geht immer alles so schnell. Sehr schöne Fotos. Sehr gut. Toll. Verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Also, ich glaube... Warte, ich gehe noch mal ganz kurz auch nach oben, ob ich hier alles so hundertprozentig sauber gemacht habe. Aber alle Aufgaben erledigt. Sieht gut aus. Es sieht eigentlich alles gut aus. Warte, vielleicht noch der Keller. Habe ich jetzt gerade nicht darauf geachtet. Noch mal ganz kurz da reingucken, ob wir hier alles haben. Alle Aufgaben erledigt. Das sieht auch super aus. Perfekt. Ich will nicht schlafen gehen. Oh, das Wasser sieht irgendwie toll aus. Ich hasse ja Wasser generell, ne? Also so... Ich weiß nicht, so Schwimmbäder und so finde ich richtig widerlich. Boah, aber hier mal so rein zu planschen. Ach, kann man gar nicht. Ach, wie doof. Oh, da hätte ich, glaube ich, sogar mal Bock drauf. Okay, dann sind wir hier fertig, glaube ich, ne? So, tschüss. Pforten werden geschlossen. Tada, ab nach Hause. Dexter wartet schon auf uns. Feierabend. Geil. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir alles haben. Zack. Die Affäre mit dem Tod. Ja, ja. Sehr schön. Eine Stunde 16 haben wir gebraucht. Das sieht sehr gut aus. Geil. Und jetzt. Komm. Zeig's mir. Gestohlene Gegenstände 6600. Boah. 18.600. Geil. Boah, wir haben 12 Erfahrungspunkte bekommen. Wir haben alle Kassetten und wir haben alle Geheimnisse. Yo, und das war das Geräusch der doppelten Abschließung der Errungenschaften. Geilo! Oh, Chat, Mann, das haben wir richtig geil gemacht. Richtig geil. Lulu Suicide. Ja, ja, toller, sympathischer Name. War auch ein Banger-Track. Naja, problematisch, ne? Dexter, warte mal, wartest du etwa, dass du die Enten wieder angucken kannst? Warte mal, ich mach sie dir an. Ducks have been domesticated as pets and farm animals for more than 500 years, and all domestic ducks are descended from either the mallard or the Muscovy duck. Enten sind faszinierende Tiere. Ich gucke die so gerne an, wenn ich irgendwie im Park sitze oder sowas. Ich bin so alt geworden, ich finde einfach Enten geil. They will seek out new mates each year, choosing the healthiest, strongest. Vor allem nennt man die nicht, wie heißen nochmal die die Männer? Heißen die nicht, boah, die haben so einen besonderen Namen, ne? War das Erpel? Nee, war das Erpel? Oder war Erpel bei einem, oder war das bei einem Schwein? Wie nennt man die nochmal? Erpel, ne? Warte mal, und wie nennt man nochmal einen Wildschwein, was männlich ist? Heißt das nicht auch irgendwie sowas in die Richtung, oder ist es was ganz anderes? Ah, Eber war das. Ja, Eber. Genau, genau. Okay, Erpel, Eber. Aber ich finde es krass, dass sie einfach wirklich 20 Jahre alt werden können, solche Enten. Oder Keiler? Warte mal, was ist der Unterschied zwischen Eber und Keiler? Ich kenne noch Keiler, jetzt wo du es sagst, kenne ich auch. Wo ist der Unterschied? Wir brauchen eine Dokumentation darüber. Kann ich nicht umschalten, ich brauche andere Tiere Dokumentation. Und die Kleinen sind die Frischlinge bei den Wildschweinen.
Die sind alle waterproof. Ach komm, so alt bist du auch nicht. Ich bin uralt. Mit 26, ich trete bald auch wahrscheinlich ab. Also es ist, bin so alt geworden. Kann mich an so viele Dinge gar nicht mehr erinnern. Ne? Damals war doch alles besser. Ui. Kyla ist, glaube ich, Wildschwein. Achso, Wildschwein ist Kyla, aber Eber ist ein Hausschwein. Ah, da ist der Unterschied. Eber ist das Hausschwein und Kyla ist dann das männliche Wildschwein. Sind aber im Prinzip das gleiche. Ah, okay. Interessant. Ebony, einen wunderschönen guten Abend. Okay, Chat, dann würde ich sagen, klinken wir uns hier mal aus. Da haben wir heute aber sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Sehr schön. Die 26 wäre ich gerne wieder. Ja, so ist es. Das Leben rauscht an einem vorbei. Man wird immer älter, ne? Da machst du nix. Ey, Chat, ich hoffe, euch hat's gefallen. War wieder ein sehr, sehr geiles Level. Kannten wir zwei jetzt schon, aber ich hatte auch vieles vergessen. War trotzdem cool. Warte mal, speicherte? Es hat gerade gespeichert, ne? Ich glaube, es speichert immer automatisch. Ich bin jetzt 27. Boah, du alter Sack, das ist ja Wahnsinn. Krass, ne? Krass. Ja, da geht's bergab, ne? Nee, ich habe das Gefühl, seitdem ich 18 bin, geht's bergab. Mein Körper streikt, weiß nicht, jetzt mittlerweile anscheinend auch noch meine Lunge. Es geht bergab mit mir. Krank, wirklich krank. Und keine einzige verschwundene Patrone. Wir haben es geschafft. Geil. Ey Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Auch natürlich hier an meine lieben YouTube-Zuschauer. Ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit hattet. Wirklich geil, dass ihr da wart. Freut mich unnormal. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten VOD wieder, wenn es heißt, wir schwingen den Besen. Oder aber es geht wieder raus aufs Feld. Ne? Ich meine, das sind jetzt gerade so unsere Nerd-Spiele. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ein Küsschen geht raus. Dankeschön, YouTube. Tschüss. Bis bald. Tüdelü.